Freunde, ich hoffe, niemand hört zu. Ich habe etwas gekauft für 300 Euro auf dem Schwarzmarkt, aka eBay Kleinanzeigen. Ich weiß, die letzten Male haben nicht so geklappt mit GTA 6 und Red Dead Redemption 3. Ich habe eine Kopie von Skyrim 2 von Todd Howard gekauft, dem CEO von Bethesda Studios. Ich habe einen Fake-Check gemacht und habe gesagt, sag mal, wenn du Todd Howard bist, wann hast du dann Geburtstag? Und er hat mir das richtige Geburtsdatum genannt. Der 7. Oktober 1970. Und damit, meine Damen und Herren, ist der Fake-Check getan. Ich hole die Box einfach mal her und wir packen zusammen Skyrim fucking 2 aus. Let's go! Untypische Box für ein Spiel. Geh mal aus dem Weg, Arschloch. Diesmal schlafe ich in die Fasslauf, hast du dich verlassen, du! Da ist es! Das sieht doch richtig aus, oder? Ha, 300 Euro, Freunde. Also wenn das heute nicht passt, dann weiß ich auch nicht. Da lädt was. Das sieht doch schon mal... Oh. Oh, da passiert was. Okay, er geht vorsichtig, glaube ich, gerade zum Fenster, oder? Okay, also die Art und Weise, wie er eben gerannt ist, war ja der Hammer, Alter. Bin ich jetzt einfach ein... Hiya! Das ist anscheinend noch auf einer anderen Sprache. Ah, hier, Deutsch. Huh! Okay, hier oben sehen wir links das Logo, Skyrim 2. Das war eine krasse Zwischensequenz. Also die Art und Weise, wie er eben so... Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal rein, oder? Okay, abholen Bogen. Auf F kann ich meinen Bogen aufheben. Kann ich jetzt meinen Bogen hier so ausrüsten? Oh, schöne Grafik. Yo, die kämpfen gegen die... Ach du Scheiße, das ist ja einiges los. Was sind das für Viecher, Alter? Ich helfe dir! Oh, shit! Kann ich die vielleicht töten mit der Axt? Was war das? Guck mal, oben links, die Frau stirbt sogar bald. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Was soll ich machen? Oh, scheiße, ich muss weg hier. Okay, ich renne hier nochmal zurück. Vielleicht ist ja in meinem Haus noch irgendwas. Aha. Hä, ich kann gar nicht sterben. Ach so, jetzt bin ich doch gestorben. Nee, jetzt bin ich wieder hier. Aber was ist denn meine Story? Was muss ich denn machen? Guck mal, die kämpfen doch hier. Ich muss doch jetzt mit denen irgendetwas machen. Gigo, was sind das überhaupt für Mobs? Oh! Hä? Was habe ich bekommen? Was ist das? Was ist das? Irgendeine Pflanze. 5. Hä? Oh! Was ist das für ein Baum? Wait, was ist das für ein Baum? Was macht der? Ach, der heilt mich, der Baum. Die Monster kommen weiter oder weitermachen? I guess, ich sag jetzt, die Monster kommen weiter. Ich bin mir nicht ganz sicher. Okay, ich habe irgendwie mit ihr geredet. Okay, ich glaube, das war's gleich. Yo. Cutscene, oder? Ich gehe. Vielen Dank. Wo gehst du hin? Dieses Problem lösen. Also, ich finde das mehr als interessante Storyline. Da wird sich angeschwiegen, das ist ja der Hammer. Das ist einfach so... Wohin, Schwester? Okay, sie führt mich jetzt anscheinend in die Weiten des Ozeans. Ich hab Bock. Das ist sehr interessant. Was hat ihr entdeckt? Also Skyrim 2 ist schon mal ziemlich heftig, ne? Ist ja Fantasy, Mittelalter. Oh, ins Wasser? Sie ist jetzt einfach ins Meer geschwommen und ich bin hinterher. Drachen sind zurück in Skyrim.
Ich hab Hunger. Drachen sind zurück. Let's go! Yo, Busse, bin ich wieder auf Runde. Und sollte meine Suche chillen. Hä? Soll ich jetzt den Drachen töten? Was passiert hier gerade? Okay, ich krieg gerade richtig viel Damage. Das ist der Hammer. Das ist der absolute Hammer, dieses Spiel. Also ich bin jetzt schon so gepackt von diesen... Ich find's halt geil, wenn Spiele mit einem Bossfight starten, wisst ihr? Das ist halt eine ganz andere Liga. Skyrim 2, Leute, die Grafik. Was? Ha? Jetzt bin ich wieder hier? Warum? Das ist jetzt nicht deren Ernst, oder? Ja, Digga, also das ist jetzt das dritte Mal, dass ich mir das angucke. Hallo, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu diesem kurzen Vortrag, warum ihr abonnieren solltet. Erstens, es ist kostenlos. Zweitens, ihr werdet es nicht bereuen. Und drittens, ihr seid süß. Das solltet ihr nicht sehen. Ach, und herzlich willkommen. Das ist... Amin? Sie hat ihn gekillt! Sie hat ihn gekillt! Warum sind wir unter Wasser? Ich habe nicht vollgespielt. Ich habe keine Ahnung, was gerade passiert. Sie wird von einem riesigen Fischstrudel davongetragen. Ciao! Sü! Hä, wo geht sie hin? Okay. Einfach gone. Alter, Skyrim lässt sich auch immer wieder was einfallen. Das ist so geil. Okay, wir sind an Land. Wir sind wieder an Land. Lol, sie ist jetzt einfach gone. Ich bin traurig und gehe zurück zur Hütte? Oder wie soll ich mir das vorstellen? Klopf, klopf. Bist du hier? Wurdest du von dem Fischstrudel hier reingetragen? Nö. Hä, wo soll ich hin? Was ist das denn? What the fuck? Was ist das? Jetzt ist das hier so ein Baum, der in den Himmel ragt. Ah! Ich kletter die Ranke hoch. Skyrim. Skyrim 2, wo bringst du mich hin? Eine wirklich überraschende Wendung der Ereignisse. Ich bin... Junge, wo gehe ich hin? Der Vogel greift mich an da hinten. Ich kletter halt gerade nicht. Diese scheiß Taube, lass mich in Ruhe. Die greift mich einfach an, ich kann nichts machen. Gleich kommt sie wieder. Und jetzt verpiss dich doch bitte. Aha. Ist das eine Stadt über den Wolken? Also wirklich, jetzt wird's mysteriös, meine Damen und Herren. Ah, jetzt. Okay, ich nehme die Axt. Sekunde. Schön die Axt leveln. Der Baum greift die an, das ist ja wie so ein Geschütz. Jo, die sind aber auf jeden Fall sehr stark. Ich habe gleich die Wache gekillt. Schön. Stop! You violated the law. Ne, habe ich recht? Da kommen noch mehr? Da kommt einfach noch Verstärkung. Okay. So, die haben wir. Spawnt jetzt hier jemand Neues. Yo, die spawnen einfach die ganze Zeit neu. Okay, ich gehe jetzt hier einfach rein. Okay, ich gehe mal hier hinten hin. Hier scheint, das ist vielleicht ein Ansprechpartner oder eine Ansprechpartnerin. Ich habe keinen Plan. Hi. Wer ist er? Eine Königin Malin aus der Unterwelt. Sonst werde ich unhöflich. Da ist sie! Ich bin sprachlos. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Also, sie ist irgendeine dämonische Unterweltentante? Weißbehaarte alte Herr, sie fest in einem Pentagramm-Gefängnis? Und sie steht da sowieso ein NPC. Es ist alles verrückt. Rette sie oder rette sie nicht? Scheiße, was mache ich? Es ist ja interaktiv, Skyrim 2. Pass auf, ich rette sie, die Dämonentante. Abfahrt. Oh nein. Geh nicht in die Unterwelt! Springe ich jetzt hinterher? Yo, ich springe hinterher. Was ist gerade passiert? What the fuck? Ich möchte das nicht mein ganzes Leben bereuen und jetzt sind wir hier. Das war ja absolut genial! Das war das Beste, was ich jemals gesehen habe. Also, momentan spielen wir nur Banger! Skyrim 2, 10 out of fucking 10, let's go! Sie hat 500.000 Leben? Oh, geht direkt los.
Was? Okay, wieso bin ich gerade gestorben? Wie bin ich gerade gestorben? Nee! Niemals! Hä? Wie sollte ich das denn machen? Es ist ja komplett bescheuert. Also ich muss sagen, das war's wert. Das war ein absoluter Banger. Also ja, was soll ich noch sagen? Ey, wenn ihr es haben wollt, schreibt bitte euer Gebot in die Kommentare. Die Person mit dem kreativsten Angebot über 300 € gewinnt.